Heute wieder in unserer Anpflanzung unterwegs. Mit kleinen Mini-Holzfuchs natürlich auch dabei. Gehört dazu. Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie schaut eigentlich diese Frau aus? Grüß Gott. Wo bin ich? Aber, naja, ich bin nicht so kamerafreundlich. Deswegen schauen wir uns doch lieber mal unsere Anpflanzung an. Also, ich stehe jetzt in der mitten vor unserer wunderbaren Anpflanzung. Wetter, naja. Niesel. Batzerei, Dreck, ausschauen durst wie ein Schwein. Aber naja, so ist es halt im Herbst. Vorteil ist, die Bäume sind halt dann auch nass. Muss man immer positiv sehen. Andere sagen früher, ja, dann darfst du schon gießen. Wer Zeit hat, gerne. Und das setzen wir ja so lieber. Wir probieren das heuer mal so. Mal schauen, wie uns das Ganze gefällt. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was wir da eigentlich gepflanzt haben. Wir haben da einmal eine wunderbare Winterlinde. Blüht schön im Sommer, insektenfreundlich. Kann man mal machen, mal schauen, wie das Ganze ausschaut. Und dazu als Hauptbaumart Ahorn, Spitzahorn, genauer gesagt. Der Spitzahorn hat schon überhaupt keine Blätter mehr. Der hat jetzt wieder mal ein kleines Blatt noch dran. Liegt daran, dass wir im Herbst sind. In der Baumschule sagen es alle, weil es ist eigentlich ganz üblich, dass da fast kein Laub mehr drum ist. Soll angeblich sogar besser sein, weil dann sind die Bäume nicht mehr so frostempfindlich, wenn das Laub schon ziemlich abgefallen ist. Immer schön, die gelben Fleckerl sind die Winterlinden, ganz haben die Fleckerl nicht gelangt. Aber so grob war das unsere Markierung, weil wir zuerst die Spitzahorn gepflanzt haben und die Winterlinden, da sind wir dann nochmal durchgegangen und haben dann die Winterlinden nachgesetzt. Und damit wir mir die Fleckel nicht übersehen, haben wir eben da gleich die gelben Flocken reingehauen. Da oben haben wir dann unsere dritte Baumart. Rotbuchen hat uns der Förster so empfohlen, weil da ist zu Zeiten, da haben wir noch ein bisschen Restbestand. Und Buche soll anscheinend schattenresistenter sein. Deswegen ist das obere Drittel mit Rotbuche gebaut und eben dann das untere mit eben Spitzahorn und Winterlinde, weil die beiden eben eher einen sonnigen Platz holen. Tada! Wunderbares Wetter. Für den Endspurt hätten wir jetzt gehofft, dass es wieder doch noch ein bisschen herhält, aber es ist uns nicht vergönnt. Sieht man schon. Mein Mann ist fleißig. Druckt nur die letzten Pflanzen rein. Alles voller Dreck. Ausschauen wie eine Sau. Ich freue mich schon zum Waschen. Aber so ist das halt, gell? Was sagst du dazu? Kind wie ein Elefant. So halt gleich. Hey, du Sau. Und dreckig bist du auch nicht. Genau. Feine Dame kann nicht da mit dem Schirm da stehen, gell? Und lass da einen Moschi unten runterbugeln. Aber? Du hast da was im Rücken. Das habe ich schon gesagt, der kleine Holzfuchs, da haben wir jetzt halt schon einen Schirm geholt. Ich habe einen Werkzeugkoffer nicht dabei, leider. Gut, er hält es aus, nur schlicht ist nicht schade. Das steckt echt drin. Das ist ja Wahnsinn. Seid ihr live bei einer OP dabei? Naja. So ist das, gell? Und weiter geht's. Auf geht's, weiter geht's. Und, wie schaut's aus unten? Passt schon, meine.
Mal schauen, wie das im Frühjahr ausschaut. Ich habe schon gesagt, sie haben behauptet, Laubbäume möglichst spät im November pflanzen, damit sie fast kein Laub mehr dran haben, weil sie dann nicht so frostempfindlich sind. Mal schauen, wie sie im Frühjahr dann kommen. Werden wir sehen. Haben noch keine großartige Erfahrung damit. Aber werden wir daraus lernen. Dann schauen wir mal, ob es Drucker wird nächstes Jahr, was weiß ich. Die da jetzt schon alle bei unten in Lohmei, weißt schon, unten in Lohmei, oben in Humus drüber. Da ist halt der, dass vielleicht da unten drin ein bisschen das Wasser noch stehen bleibt. Aber ja, und immer ein wenig eine Kuhle eben bei jedem Baumal, damit es im Sommer, wenn es ein bisschen regnet, wenigstens dann da bei den Baumal hängen bleibt und nicht gleich bergan läuft, weil, wie man sieht, wir sind halt da schon im Hang. Da läuft halt prinzipiell das Wasser immer eher runter. Dass die Gefahr da ist, dass es austrickert. Das Wetter ist jetzt schon ein bisschen besser. Tut bloß noch leicht nieseln. Und jetzt schaue ich mal kurz so zu unserem Zaun. Jetzt steht er kurz einen Monat, zwei Monate, wo sie ihn aufgestellt haben. Löffel mit seinem Abwickler. Hat er ein Video dazu gemacht, werde ich euch sicher verlinken. Und jetzt schauen wir mal, ob noch alles intakt ist, wenn nicht, dass wir da wunderbar pflanzen. Und letztendlich kommen dann die ganzen lieben Rehe rein. War nicht so optimal. Deswegen lieber jetzt noch mal kontrollieren, wie wir eh schon da sind. Habe jetzt gesagt, jetzt gehen wir mal rundum. Schauen wir den Zoo an. Nicht, dass die ganze Arbeit umsonst ist, das war jetzt schon schade. Wenn man es bedenkt, Planung, dann Zoo aufstellen. Haben wir noch nie gemacht. Keine Ahnung. Generationen vor uns haben das einfach nicht gemacht. Da ist klassisch Fichte gebaut worden. Kiefer ist bei uns meistens mit der Naturverjüngung gekommen. Deswegen ist auf den Zoo verzichtet worden. Wir haben jetzt gesagt, wir probieren jetzt mal was anderes. Wir machen mal Laubanpflanzung. Und da ist halt eigentlich ohne einen Schutz gar keine Chance nicht. Wir haben uns für einen Zoo entschieden, weil mit der Menge, ehrlich gesagt, Einzelschutz keine Lust zum Hinmachen und auch keine Lust zum Wegmachen. Und ob das auch so optimal ist, ihr könnt gerne mal eure Erfahrungen teilen mit so einem Einzelschutz. Aber wir sind da nicht so ganz überzeugt. Da ist einfach halt so das Altbewährte. Muss man genauso kontrollieren wie ein Einzelschutz. Kann immer wieder mal durch einen Sturm Ost auffallen. Aber ansonsten hast du eigentlich die Ruhe. Flockern gehen wir jetzt einmal davon aus, dass sie doch so lange herhalten, bis die Bäume da nochmal groß sind. 5 bis 10 Jahre. Wir sollten die schon herhalten. Und mein, wenn jetzt ein Einzelner zum Austauschen ist, das ist das Wenigste. Schon eine ganz schöne Fläche. Damals waren lauter Feuchtern da und jetzt Laubwald. Wir werden nichts mehr davon haben. Unser kleiner Holzfuchs wird wahrscheinlich einmal durchlichten. Aber sonst Laubbaum, das dauert. Werden einmal unsere Enkelkinder vielleicht was davon haben. Mal gucken, was die so sprechen, wie sich das dann entwickelt. Mal schauen, wird unsere Welt vielleicht schon ein bisschen anders ausschauen. So schaut gut aus. Wir haben in der Seite von außen her auf dem Zoo, da wo ein Boden liegt, noch ein paar Äste draufgelegt, dass der Schnee sich verbindet mit den Hecken und dem Gestrüpp. Nicht, dass sie da unten durch irgendwie Viecher durchdruckern. Das werde ich mir gern, dass der Zoo auch ankommt. Von den Viecher haben sie uns gesagt. Jetzt haben wir wegen einer Ästhitzung. Damals gleich, wie wir gemacht haben. Und jetzt sieht man eigentlich von dem Zoo schon fast nichts mehr, weil der Laub, das Laub ist da am Boden geflogen. Jetzt sieht man eigentlich gar nicht mehr, dass der Zoo 30 cm am Boden liegt. Also das scheint schon relativ dicht zu machen. Wie sich das dann über den Winter entwickelt, mal schauen. Und wie Raphael auch pflanzt, könnt ihr jetzt dann gleich sehen. So, da haben wir unsere Pflanzen erinnert.
eingeschlagen. 25 in einem Backe. So, eins. Da mal wieder ein paar auf. Drei Backel einmal. Drei Backel einmal aufgedrungen. Spitz. Spitz auch ein. Jawohl, dann unsere Stabler. Warte, kein Esel. Hirsch, jawohl. Drungen wir es wieder auf. Ein paar Stabler sind schon drin. Also, wichtige Sache. Wurzeln. Backen. Zusammenhalten. Da soll ich nach unten schauen. Einschlagen. Ein bisschen zappeln lassen, dass wirklich alle schauen. Ja, gerade muss er drin sein. Dann, das ist eigentlich die beste Erde, weil der speichert Wasser. Und für die Zukunft, man ist das, das Lebenselixier. So, ich tue dann aber ein bisschen so vermengen. Dann da rein. So, noch nicht voll machen, das Loch, sondern ungefähr so ein Drittel voll. Dann eindrücken, dass der Wurzelballen richtig satt drin ist. Keine Hohlräume, Hohlräume sind tot. Und dann vollfallen. Vollfallen und immer wieder verdichten. Und schön locker machen. Schön locker. Rein da. So, schön locker. Dann. So, ja, das ist der Schritt. Und dann. Wichtig. Verdichten. Umdrehen. Nur den Stamm verletzen. Ja, umdrehen. Dass es sauber verdichtet, dass keine hohen Räume sind. Richtig schön einstampfen. Weil wenn man umdreht, ergibt sich da so eine Kuhle, so ein Bereich, den man durchverlegt. Aber wenn es regnet, bleibt das Wasser stehen. Und dann ist es einfach immer schön gewaschen. So. Nächster. Na, der ist dasselbe. Mal schauen, Wurzel. Aha. Von der Länge her passend. Nehmen wir eine. Was soll ich dann zappeln lassen? Und schön. Ein bisschen feinern und dann eine streuen. So, dann geil. Die Wurzelballen. Wurzelballen. Scheifes drücken. Dass der richtig schön mit Erde ummantelt ist. Und dann immer wieder nachfüllen und weiter verdichten. Hohlräume sind dicht. So. Richtig schön voll machen. Schön voll machen. Ganz groß. Wurscht. Dann wieder ein bisschen Obacht geben beim Umdrehen. Wieder umdrehen. Schöne Kuhle machen. Schön verdichten. So, die Handschuhe. Die Handschuhe sind wichtig für die ganzen Hecken. Dornen. Wie heißt es? Dornen. Brombeersteine. Sonst hole ich der Teufel. So, ich verlinke es in der Videobeschreibung. Habe ich auch mal gekauft, ganz billig. Kann man wunderbar hernehmen. Halten ewig. Nächster. So, jetzt wieder so. Das ist ein bisschen größer. Wurzelballen. Ja, alles treffen, packen, dass man wirklich alle unten hat. Weil wenn es praktisch immer so einpflanzen darf, dann warten die. Schauen nach oben. Ja, macht keinen Sinn. Wurzeln schauen oben nach unten. Und nur dazu, wenn man es dann einpflanzt und das Loch nicht dürft noch und schauen die aus, dann drücken die aus, die Spitzen, dann verreckt das Bäumchen. Wichtig, runterstreifen, packen, rein, ein bisschen alt zappeln lassen, so, und dann schön den Lärm da, ein bisschen locker machen, und rein. Und rein damit. Genau, locker machen, rein damit. Verdichten den Wurzelballen. Natürlich schauen, dass er gerade steht. Ja, dauert halt ein bisschen, aber so. So. Wieder, zack, dichten,
dauert halt ein bisschen. Ob so was werden, schaut es in 100 Jahren auf dem Kanal vorbei. Vielleicht zeigt es mir, oder? Jawohl, es ist vollbracht. Ob es was wären, die Boscheler, sagt der Kern, werden wir nicht mehr da leben. Wir drei. Ja? Eins, zwei, drei. Vielleicht du noch da hinten. Oder? Ja. Mal schauen. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie alle mal, wenn euch meine Videos gefallen, wenn euch unsere Videos gefallen, bewertet es positiv und abonniert den Kanal. Wir sagen Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Jawohl, aber dir Servus. Grrrr.